Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Masus Clash Channel. Heute gab es endlich nach sehr, sehr langem Warten neue Informationen zum kommenden Update für Clash of Clans. Und zwar soll es nicht nur Rathaus Level 11 bringen, sondern auch weitere große Changes. Und diese hat heute Anushka im offiziellen Clash of Clans Forum so ein kleines bisschen angeteasert. Und ich werde euch jetzt sagen, was denn Anushka so alles veröffentlicht hat. Und zwar fangen wir an, dass Anushka so ein paar kleinere Details gegeben hat, was denn so die großen Themen ausmacht des neuen Updates. Unter anderem Nummer 1 werden die Schilde angesprochen, also die Schilde praktisch, wenn ein Spieler angegriffen wird, kriegt er danach einen Schild. Und anscheinend werden sie dieses ganze Konzept etwas überarbeiten, denn sie wollen auch ein neues Konzept einführen, das sogenannte Dorfbeschützerkonzept. Was genau man darunter verstehen kann, das kann man bis jetzt nur erahnen. Ich selber habe da relativ wenig Ideen. Ein Dorfbeschützerkonzept hört sich schon fast so an, wie wenn es da einen NPC geben würde, also einen Non-Playable Character, der dann auf das Dorf aufpasst oder sowas und immer irgendwelche bestimmten Zeiten regelt. Naja, da wird es sicherlich noch weitere Informationen dazu relativ bald geben. Dann eine weitere große Thematik werden die maximalen Spielzeiten und die Zwangspausen sein. Momentan ist es ja so geregelt, 6 Stunden spielen und dann ist eine kurze Pause, damit man nicht permanent online sein kann. Und daran wird es anscheinend auch etwas größere Änderungen geben. Wie das Ganze aussieht, das hat Anushka aber weiterhin nicht verraten. Dann weiter geht's mit der Gegnersuche. Momentan gibt es ja vor allem auch in höheren Ligen das Problem, dass die Gegnersuche relativ lange dauert, teilweise 5 Sekunden. Und die Gegnersuche soll auch optimiert werden. Und ich finde zum Beispiel auch in Meister momentan, in Meister 2, finde ich teilweise Leute aus Kristall 2 oder auch mal jemanden aus Champ und Rathaus 8er, Rathaus 10er. Das ist schon relativ hingemischt und es gibt viele andere, die da noch deutlich krassere Unterschiede momentan erfahren und das soll eben auch noch verbessert werden. Außerdem hat Anushka auch noch die Liga-Boni angesprochen. Das heißt, die Liga-Boni werden vermutlich auch neu justiert werden. Ich finde sie eigentlich momentan ziemlich cool. Ich farme gerade auf Meister oben und ich finde es da super cool mit dem Bonus. Aber wenn sie die Liga-Boni nach oben, hoffentlich natürlich nach oben, drehen sollten, dann wäre ich damit natürlich auch zufrieden. Und zu guter Letzt hat Anushka noch die Trophäenberechnung in hohen Pokalbereichen erwähnt. Das heißt, die Berechnung werden sie vermutlich auch ein gewisses etwas ändern. Und ich hoffe mal, dass es den ganzen Leuten da oben, die sich wirklich häufig darüber beschweren, dass es sehr, sehr schwierig ist, gute Pokalangebote zu bekommen, dass es denen auch etwas hilft und dass die nicht mehr so frustriert sind. Und jetzt zum eigentlich wirklich großen Abschnitt, denn es wurde bekannt gegeben, wann denn die neuen Sneak Peeks starten. Und jetzt haltet euch fest, sie starten am 23. November. Das ist vom Zeitpunkt des Releases dieses Videos ungefähr 1,5 Wochen noch weg. Der 23. November ist ein Montag und sie wollen 2 Wochen Sneak Peeks bringen. 2 ganze Wochen, das gab es bis jetzt, glaube ich, noch so gut wie gar nicht. Das ist ungefähr wie Sommer- und Winter-Update gemeinsam. 2 Wochen Sneak Peeks heißt, dass es wirklich, wirklich total viel in diesem Update gibt, was es auch jetzt noch nicht verraten wurde oder so. Ich kann mir da vorstellen, es gibt sicherlich in einem Sneak Peek werden die neuen Verteidigungen thematisiert, von Rathaus 11 natürlich. Dann werden vielleicht neue Lager oder sowas thematisiert, der neue Held, neue Truppen, also höhere Truppenlevel, wo wir schon bei 4 sind. Die neue Verteidigung sind wir schon bei 5 Sneak Peeks. Und dann noch die ganzen momentan schon genannten Sachen, wie Schilde, maximale Spielzeiten, Gegnersuche, neue Liga-Boni. Da wären wir jetzt auch schon fast bei 10. Und wenn wir da 2 Wochen Updates haben, dann sind wir ja bei 14 insgesamt und sie könnten ja theoretisch auch mehrere am Tag raushauen, das haben sie ja auch schon mal gemacht, 2 am Tag. Also das wird wirklich ein richtig, richtig cooler Zeitraum da, die 2 Wochen ab dem 23. November.
Und rechnerisch wären wir dann am Sonntag, den 6. Dezember, fertig, genau an Nikolaus. Heißt, für Montag, den 7., wäre dann eigentlich das Update bereit, würde ich sagen, wenn sie denn bis dahin so weit kommen. Die geplanten Themen für diese Sneak Peeks hat Anushka auch nochmal aufgelistet. Und zwar Nummer 1 sind die Schilde, Teil 1 angreifen und verteidigen, was sich halt auf die Schilde von Dörfern bezieht. Vielleicht gibt es da auch, oder so wie es scheint, finde ich, gibt es da auch Änderungen im Rache-Nehmen, da man ja momentan meistens, wenn man versucht, Rache zu nehmen, auf einen nicht angreifbaren Gegner trifft und einfach nichts machen kann, weil sowieso alle Leute Schilde haben. Vielleicht hat sich Supercell da in der Richtung ein bisschen mehr Gedanken gemacht, dass es zwar immer noch fair bleibt, aber trotzdem diejenigen, die sich rächen wollen, eine bisschen mehr Chance haben, auch Leute zu finden. Teil 2 von Schilde ist der oben schon genannte Dorfbeschützer und die Zwangspausen. Also dieser Dorfbeschützer scheint wirklich ein wirklich komplett neues Konzept zu sein. Und das ist sehr, sehr interessant. Ich freue mich da total drauf, was das denn wird. Nummer 3, die Gegnersuche wird natürlich angesprochen werden, genauso wie die Trophäenangebote und die Liga-Boni. Also haben wir da wieder einen Abschnitt, wo das Ganze so ein bisschen zusammengepackt wird. Das könnte man auch an ein, zwei Tagen abhandeln. Und noch ganz, ganz wichtig, mehr Update-Ankündigungen. Heißt, es gibt noch neue Sachen, die jetzt noch nicht genannt wurden. Wir haben ja jetzt sowieso nur relativ schwammig eigentlich die einzelnen Sachen so angesprochen, so wie maximale Spielzeiten und so. Das sagt ja noch nicht wirklich viel aus und Gegnersuche. Aber es wird noch mehr Update-Ankündigungen geben. Heißt, die Möglichkeit jetzt zum Beispiel für einen erweiterten Singleplayer oder für neue Clan-Tournaments besteht immer noch. Ich tippe mal, dass sie sich da wirklich noch etwas ganz Großes in der Hinterhand behalten und das dann in diesem Mehr-Update-Ankündigung eben raushauen. Und zu guter Letzt natürlich Rathaus Level 11 mit der neuen Verteidigung und dem neuen Helden und ich tippe mal natürlich auch mit neuen Leveln von den alten Verteidigungen und mit neuen Leveln von den alten Truppen. So, ich glaube, das war's. Sie haben noch gemeint, dass sie total begeistert sind über das kommende Update und sie es natürlich nicht abwarten können, alle Spieler so früh wie möglich daran einzuweihen, aber sie brauchen halt noch eine gewisse Zeit, um alles noch testen zu können und anpassen zu können. Denn in Clash of Clans ist Anpassung und Balancing natürlich sehr, sehr wichtig. Das war's wieder von mir. Ich hoffe mal, euch hat das Spaß gemacht und auch die kleinen Loot-Angriffe, die ihr im Hintergrund von mir gesehen habt, momentan auf Meister. Und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel mit meinen anderen Videos. Bis dann. Ciao, ciao.